So, wir spielen heute Ark auf der Center Map. Konzept heißt Ark auf Steroiden. Habe ich mir abgeguckt, wenn man so will. Ist plus 500 Level. Dinos sind wild im 600er Level-Bereich. Ein paar Mods haben wir auch drauf. Die wichtigste Mod von allen ist die Anunnaki-Mod. Das heißt, die Tiere lassen sich anders tamen, haben neue Buffs und sowas. Das werden wir aber gleich genauer im Spiel sehen. Wenn wir erstmal hier einen neuen Char erstellen. Na komm. So. Wieder da. Wo wollen wir hin? Nee. Los geht's. Machen wir mal auf das Internet. Ah, ist eine ziemlich harte Umgebung. Zusehen, dass wir erstmal was kriegen. Er ist extrem beschleunigt. Hier haben wir ein Elite-Dodo. Die kann man tamen und reiten. Mal zu sehen, dass wir hier ein bisschen Material drin haben. Ein paar Steine, ein bisschen Holz. Können wir uns auch direkt das erste Werkzeug machen. So, ein paar Level vergeben. Movement Speed sind anfangs ziemlich wichtig. Klamotten, Klamotten. Klamotten, Klamotten. Alles wie gehabt, nur dass es alles etwas schneller geht. Schlafsack auch schon. Das auch. Das Bild können wir getrost drauf verzichten. So, machen wir erstmal was zu kauen. Schnellstmöglich. Wir sind nämlich fast schon am Verhungern. Schnell, kann man ja sehen. Direkt mal ein paar Level auf den Hunger geben. Okay. Ein paar Ressourcen zusammengraben. Erste Ausrüstung. Machen wir noch halt für. Das Anziehen ist nämlich eine verdammt gefährliche Umgebung. Machen wir schnell ein bisschen Flint. Wollen wir uns auch direkt mal das erste Reittier besorgen. Dafür macht man es, wie man es von anderen gewohnt ist. Legt man sich das auf Slot 0, das geht hier mit einem Großteil der Tiere. So, gehen von hinten dran, drücken E. Zack, geben ihm seine Bärchen. So. Na. Schon. Krieg ich Hunger. Ja, wunderbar. So. Komm. Komm, krieg ich Hunger. Oh Mist, ich muss eine Beere drauflegen. Ich komme gleich wieder, Dudu. So. Drei Meos. Sechs Meos. Dass wir damit auskommen. 11 haben wir jetzt insgesamt. Ja, macht dann mal weiter. So, plus 29 Level kriegt er. Man kann die Tiere natürlich noch wie gewohnt tamen, indem man sich legt und dann im betäubten Zustand füttert. Da
Das geht halt immer noch. Können die da. So. Jetzt haben wir hier. Dodo. Sind also jetzt mobil. So. Heißt aber. Na komm. Ja, schon sind wir natürlich überladen. Zack. Ein paar Speere gebaut. So. Ziemlich rasant hier. Geht alles schnell, muss aber auch schnell reagieren. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen. So, hopp. Gucken, Gesundheit brauchen wir, aber Assistenz. Zack, zack. Sauerstoff schadet auch nicht. So. Mein kleiner Dodo. Heppa. Heppa. Und los geht's. Naja, komm, du kannst mir eigentlich folgen. Ah, Movement Speed. Mal gucken, dass wir mal was töten. 160 Level, na toll. Das wird wieder nackt. Ich laufe jetzt mit dem großen Fleischfresser in der Hände. Das ist eine Dreckgeschichte. Ja, ist alles ein bisschen zäher. Nein, das war der Baum. Schau her. Lass mich töten, Mann. Genau, du helf mir mal eine Runde. Endlich. Immer reingucken, die meisten Viecher haben irgendwas im Inventar. Ja, komm mit, Dodo. Ja, die los, ich höre es schon. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ab. Ich glaube, wird doch schon langsam dunkel. Jawohl, die Nacht ist extrem kurz. Auf Center gibt es halt noch tierische Schattenprobleme. Hm. Komm, Dodo. Lässt nur ein. Jetzt haben wir ein bisschen Hide. Man muss eigentlich direkt die Hide-Klamotten machen. Hält ein bisschen mehr aus. Hep, hep. So. Oh, muss man doch Level 20 werden. Naja, gut. Okay, ab, ab. Gibt's ja auch XP. Schuhe. Handschuhe. Lass mal Dodo in Ruhe. Komm her. Autschen. Mist. Mein Tod sein, nein, ja, die Tiere kriegen ja auch diesen Buff, wie das bei Kompis geboren sind. Da kann man sich das sehen. Oh nein, ich habe meinen eigenen Dodo geschlachtet. 150 ist der scheiß Dilo. Ja, der hält schon was aus. Jetzt bleibt mir nur noch die Flucht, wenn ich das denn überhaupt überlebe.
Trotzdem werde ich den jetzt versuchen zu töten. So, wir heilen schon. Stirb, stirb. Da bist du. Versuch mal ein bisschen weiter zu kommen. Oh ja. Sieht mächtig böse aus. Damage. Oh, wo bist du? Ich werde dich jetzt hinrichten. Na also. Immer schön ins Inventory gucken. Ist hier nämlich doppelt wichtig. Okay. Direkt wieder Futter. Legen. Was für Stamina brauchen wir? Wasser ist ganz gut, Gewicht ist auch okay. Hoppa. Zum Thema Engram Points. Man kann im Laufe der Zeit absolut alles freischalten. Das heißt, man muss tatsächlich auf nichts verzichten, auch wenn man alleine spielt. Gut, gucken, ob wir den Drop da ausräumen können, denn auch der Inhalt der Drops ist hier einiges geiler. Waffen, Rüstung, also ein Quark. Allerdings ist es auch dementsprechend schwierig, an die Dinger ranzukommen, beziehungsweise sie werden bewacht. Deshalb. Ja, lass mich ran. Was? Level 60. Na, wundertoll. Okay. Bin erst 41. Was natürlich nicht so cool ist. So, wie schnell schreit die Nacht voran? Haben schon 3. Oh. 210. Ihr seht, ganz schon mächtig böse hier irgendwie. So ein Strandspaziergang. Einfach so einen verkackten Riesendilo begrüßt. Na also. Und 46, also so ganz so hoch kommen wir immer noch nicht. Bleib lieber in Bewegung, als mich irgendwo niederzulassen. Das kann hier schon ganz schön böse enden. Der Dodo. Selbst das wird zum Problem. Inventar. Suppenrezept brauchen wir nicht. Halt brauchen wir. So, jetzt schaut mich langsam wieder an. Wie kann ich nicht? Das ist ja kaputt, das habe ich vergessen. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Mhm. So. Ich hoffe nur, dass wir jetzt kein Waden oder sowas um die Gegend kommt. Sollten wir schleunigst ein Feuer machen. Ja, ich muss freigeschaltet. Na, 100. Machst du das eigentlich ganz okay? Dann gucken wir später. Vorne, da muss man es bitte schmal, richtig. So, ein Lagerfeuer. Können wir jetzt die Heizsachen machen? Schuhe, Handschuhe. Meinen Kopf können wir noch nicht, okay. Erstmal schnell ein Feuer fabrizieren.
Bomber. Hab auch. Was fehlt mir denn? Fiber. Erstmal schnell ein Feuer. Hopp. Ja, die große Stack. Mods, das haben wir auch drauf geschmissen. Damit man die Sachen besser stacken kann. So. Was machen wir? Resistenz auf jeden Fall drauf. Das muss ich schon mal nicht schreiben. Können wir schnell ein bisschen Fiber. Ledersachen vollständig kriegen. So. Fällt mir noch die Mütze. Pflanze. Dann die und brauchen wir dafür Pike. Hier gibt es eine ziemlich einfache Torpolanze. Ziemlich. Ach ja, klar, logisch nach unten. Zu den Mods. Genau, Javelin, dich meine ich. Javelin. So. Verdammt geil, das Teil. Denn damit können wir betäuben. Und zwar locker, flockig, locker. So, drei davon. Na, ein bisschen Gesundheit, kann ja nicht schaden. So. Irgendwo hier hat man ein Lagerfeuer. Ja, wunderbar. Endlich Futter. Kann man noch einen Javelin machen? Perfekt. So. Mal gucken, was er Ding kann. So, da. Flatterfutzi. Und einmal rein. Und gute Nacht. So. So einfach in Anführungsstrichen kann man hier betäuben. Aber auch nur die kleineren Wildspawn-Tiere bis zum Level von 600. Ist natürlich schon eine Nummer. Gucken, können wir uns eigentlich den Petrisattel auch holen? Dann können wir uns das alles mal angucken. Wir brauchen Faserchitin und Kreatin. Na, die fällt nicht so schnell. Jetzt ist sie gefallen. Komm her. Sack. Blöder Sack. Wir. Ach, war ein Jungtier. Ah, okay. Man sollte leichter töten. Leichter mal dahingestellt, ne? Dein Leben wie... 2,8, das geht ja noch. So. Pepper. Fühlt uns noch. Na, ich muss noch so ein Vier legen, okay. Oh, ein Krokophant. Oh, da liegt der. Level 30, naja, ne? Aber wir sind im Komplex. Primeet sogar. Zack, zack, zurück zum Petrieradon, der hier irgendwo rumgeistert. Ja, Supreme. Ja, Schäbenkleister.
Gucken, dass wir uns noch Kreatin oder Kreatin besorgen. Vorher vergeben wir uns noch die Level. Wenn die großen Viecher aus dem Busch kommen, kann man nicht schnell genug weg sein. Ist einfach so. Dafür brauche ich Kreatin. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich auch nicht. Können wir darüber uns den Grünen holen. Ausrüsten. Der wird schon ganz leder. Der ist auch nicht schwach, aber guck mal, zwei Stiche und der ist schon an der Flucht. Na komm her, Digga. Gute Nacht. Ist auch hier liegen. Den Strahler jetzt hier. Oh, ich hab grad, glaube ich, mit dem. Oh, verdammt. Ich hab mich aber erst sehr spät entdeckt. Wieso läuft denn der jetzt von mir weg? Den Wolf nehme ich gerne. Ey. Inventar öffnen. Ja, das sind die speziellen Anunnaki-Pfeile. Vernünftige Kampfpfeile. Das nehmen wir natürlich auch. Das ist der Belastung. 40, naja. Na, Prost Mahlzeit. Ach dann, renn doch, mir egal. So, du gehst aber auch fertig in die Geschichte. So. Jetzt dann Ameisen, da toll. Die gibt es hier im Übrigen auch in riesengroß. Ziemlich hart hier das Leben. Ja, das dauert viel länger, als wenn ich... Toll. Lass mal liegen. Also ne. Ich höre sie schon, ich höre sie schon. 210 davon. Danke auch, wo bist du? Umstellen, umstellen, das sind 255er. Und jetzt wird's schon härter. Zurück. Jeden Moment zumindest. Ne, ich hab jetzt einen Galli. Ja. Und immer noch gerade gut. Oi. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen.